Band Einsturz aus Fisbeck feiert im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Die Musiker kennen sich schon seit der Schulzeit und haben früh ihren eigenen Weg gefunden. Damals war es so, als dann Bands wie PSN zum Beispiel, das ist eine Band gewesen hier auch ja, ein paar Häuser weiter sozusagen, da haben wir hier noch nicht geprobt, da war es dann so, dass man sich tatsächlich auch über den Punkrock, den wir gespielt haben, halt, dass es wirklich dann auch genrebezogen so ist, dass die Leute sich ausgetauscht haben, dass man was miteinander gemacht hat. Natürlich über den Bandcontest damals, ich glaube in Kloppenburg war das, dann auch andere Stile kennengelernt hat, mit denen wir nichts anfangen konnten. Und dann merkt man auch ganz schnell, dass da keine Gemeinsamkeiten gibt, dass es dann doch eher dann der Rockbereich bleibt. Die Band singt grundsätzlich auf Deutsch und die Musiker schreiben ihre Songs komplett selbst. Wir haben jetzt beim Fisbecker Open Air noch mal wieder gespielt. Das ist auch so eine Veranstaltung, die wir auch mit ins Leben gerufen haben damals. Und dort bin ich danach unserem Auftritt noch mal über den Platz und habe einen alten Bekannten getroffen und der sagte, Mensch, damit, was ihr da macht, damit könnte man auch Geld verdienen. Also das macht ihr so gut. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, das ist genau der Grund, warum wir überhaupt noch existieren, weil das für uns eigentlich nie in Frage kam. Das hat es, glaube ich, ausgemacht, dass das halt auch wirklich eine Freundschaft ist, so unter uns. Die Leidenschaft zur Musik verbindet eben. Musikunterricht gab es übrigens nie. Die Bandmitglieder haben sich das Musikmachen autodidaktisch beigebracht. Also selber Musik zu machen war eigentlich überhaupt nicht meine Absicht. Es war aber so, dass wir uns halt schon auch teilweise seit der 4. Klasse kennen. Und man da natürlich auch mitbekommen hat, dass sich da gerade so ein bisschen was tat. Also ich hatte zu der Zeit jetzt nicht zwangsläufig so viel mit den Jungs zu tun, aber wir hatten dort eine befreundete Band von uns, The Quacks hießen die. Und die hatten dann erste Auftritte hier in der Kneipe, in Fisbeck, im Pendel. Und da sind dann die anderen Jungs alle hin und haben sich das angeguckt. Und die haben sie da auch so ein bisschen inspiriert. Zum Jubiläum sind Videoproduktionen geplant und neue Songs sollen auch entstehen. In den letzten 2 Jahrzehnten hat die Band bis heute um die 130 Songs geschrieben. Das meiste stammt halt von Theo, von unserem Sänger, textmäßig. Und dann im Proberaum machen wir es dann so, oftmals ist schon eine Melodie dabei oder eine Idee dabei. Und dann verfeinern wir das zusammen. Das heißt, wir gehen wirklich vor, Schritt für Schritt, wie wir das Lied aufbauen. Das ist schon anders geworden. Das ist dann schon, ja, ich sag mal, irgendwo ein bisschen was dran arbeiten, als einfach nur hier hinzustellen und dann irgendwas zu versuchen. Weitere Infos zur Band gibt es auf der eigenen Webseite www.einsturz.com und auch auf Facebook.